Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, wie ihr im Video davor gesehen habt. Meine PlayStation 4 Pro ist da. Ich habe ja gerade Odin war einkaufen gemacht. Aber hierzu möchte ich ein separates Unboxing-Video machen. Deswegen werden wir die jetzt erstmal auspacken und uns alles angucken, was da drin ist. Und uns die PS4 Pro auch mal genauer angucken. Dafür richte ich euch erstmal so. Da gucken wir uns erstmal den Karton an. Sieht im Prinzip aus wie damals der PlayStation 4 Karton, den ich gekriegt habe. Hier stand bei mir aber nicht ein Terabyte, das stand bei mir gar nicht da. Jet Black stand da, die Modellnummer auch. Da muss ich jetzt erstmal meine Brille holen, dass ich euch das auch vernünftig vorlesen kann. Also ich weiß auch nicht, ob es da jetzt schon verschiedene Modellreihen gibt. Ich denke mal, wird nur die erste sein. Habe ich auch von der PS4 Pro die erste Reihe. Und zwar die CUH Minus 7016B. So, wir haben hier vorne natürlich die PlayStation 4 Pro. Der neue DualShock 4 Controller, der hat jetzt nämlich hier oben auch eine schmale blaue Leiste. Gucken, ob... Ja, könnt ihr das sehen? Ja. Da ist nämlich jetzt auch eine schmale Leiste drauf. Ab 3 Jahre 0 USK. Sony, ja... Zweimal das R für sichert, einmal für das Logo und einmal für PS4. Hab mich jetzt gewundert, dass sie nicht hier auch noch ein R für eingetragene Zeichen machen, dass das Pro-Logo mit dem Viereck rum nicht auch noch separat eingetragen ist. Das wäre der RR. So. Hier haben wir dann halt nur PlayStation 4 Pro. Auch wieder ein Terabyte, Jack Black. Also der Jack Black steht jetzt größer da als beim ersten Mal. Und hier ist dann drauf, was drin ist. Headset. Das ist der Stromkabel, USB-Kabel und ist der HDMI-Kabel, Controller und ja. Und hinten haben wir dann nochmal die PS4 Pro mit Call of Duty, groß, da hätten sie auch was Schöneres nehmen können. Uncharted 4, das habe ich ja mit euch schon gespielt. Oh, The Last Guardian, auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Da freue ich mich, wie das auf der PS4 Pro kommt. Mit PS4 Pro Boost vielleicht noch. Und Horizon, das kommt ja im nächsten Monat. Da bin ich richtig, richtig heiß drauf. Ja, hier unten soll ja jetzt Hashtag PS4. Man kann, könnt ihr das sehen? Ja, jetzt arbeitet Sony hier schon mit Hashtags auf den Kartons. Hashtag PS4. Auch nicht schlecht. So, und dann werden wir mal jetzt das hier oben aufmachen. Geht eigentlich auf wie ja, der normale Karton. Hier hängt das halt so zusammen von der normalen PS4. Also gefühlt muss ich jetzt ehrlich sagen, warum ist denn hier ein Loch unten drin? Ach so, für die Seriennummer. Ah. Gefühlt ist der Karton jetzt größer als bei der normalen PS4. Also nur der Karton ist jetzt 46,5 cm breit und... Nee, 46, nicht 56. 46,5 cm breit. Und hoch ist er, boah, was sind jetzt, 37, 38, nee, 37, boah, Mensch, ey, das dicke Ding ist hier davor, 37,3. Und in der Dicke sind das... 11,6. Doch, würde ich schon sagen, dass der dicker als der normale PlayStation-Karton ist. So, hoppala, da fällt hier die Hälfte raus. Och, Mensch. Haben wir PS4 Pro. Einmal ein Heft.
So, mal ein bisschen Platz machen. Dann nochmal ein Heft. Nochmal ein Heft. Dann einmal ein langer Karton, den packen wir gleich aus. So, dann können wir das hier aufklappen. Oh doch, die ist schwerer. Definitiv ist die schwerer. So, noch einmal, zweimal. Ich werde die auch hinlegen. Ich habe mir noch keinen Standfuß geholt, weil die alle so scheiße aussahen. Oh, also das muss ich ehrlich jetzt sagen, im Gegensatz zur ersten PS4 finde ich die jetzt optisch wesentlich ansprechender. Ich finde das schön, dass das Logo schön groß drauf ist. Ich finde jetzt wieder Nachteil oder schade, dass sie da nicht eine Möglichkeit gefunden haben, so wie damals, dass man das Logo vielleicht separat, jetzt ist nämlich reingefräst, drehen kann, so wie früher auf der PlayStation 2 möglich war, an der Seite konnte man das drehen für Hochkant oder wenn man sie hingelegt hat, dass wenn man sie liegt, dass man das Logo drehen kann, wäre ein netter Gimmick gewesen. Aber für Hochkant finde ich das auch schon sehr schön, auch sehr schön, dass das jetzt alles matt ist. Schade, dass das PS4 Logo bzw. Sony PS4 ist eingraviert. Zeige ich euch mal. Da ist PS4. Da ist Sony. Das finde ich sehr schade, dass sie das, ja, Sony okay, aber dass sie das PS4 nicht auch noch silber oder weiß gemacht haben. Oder blau. Dass sie, also hinterlegt, das ist ja richtig reingraviert, dass da von unten vielleicht ein bisschen blau kommt oder so. Das hätte ich als schönen Gimmick gefunden. Ja, also. Aber so sieht sie auf jeden Fall schon dicker aus als die normale. Wir werden das auch gleich mal angucken. Viele haben über die Tasten rumgemeckert. Ja, die sind echt. Also da muss man echt aufpassen, dass man die nicht kaputt macht. Also die hätten so ruhig ein bisschen weiter rausholen können, die Tasten. Das ist ein bisschen wenig. Die USB 3.0 bzw. USB 3.1 Anschlüsse sind hier auch komplett schwarz gehalten. Nicht so, wie man es gewöhnt ist mit Blau am PC oder so. Aber es sind definitiv 3.1 Anschlüsse. Und wir haben hier hinten jetzt mehr Anschlussmöglichkeiten. Hier ist jetzt zum Beispiel die Festplatte jetzt hinten drin. Die haben wir jetzt da. Seht ihr das? Da. Und wir haben jetzt hier die... Ich werde mal ranzoomen, damit ihr das besser sehen könnt. So, hier oben haben wir jetzt den, zu weit, so, hier oben haben wir jetzt einen fetten Stromanschluss, noch zu weit, so, machen wir so. So sieht das doch schön aus. Wir haben jetzt hier oben einen fetten Stromanschluss, wie ihr es vom PC her kennt und nicht so wie von der normalen PlayStation 4, diesen kleinen. Dann haben wir darunter gleich den HDMI-Port. Die soll auch oder ist auch, also laut den Daten, die ich mir durchgelesen habe, energiehungriger. Die normale PS4 hat ein 300 Watt Netzteil und hier ist glaube ich 500 Watt drin, wenn ich mich noch recht erinnere. Dann haben wir, wie gesagt, den HDMI-Port. Dann haben wir einen zusätzlichen USB-Anschluss. Der ist natürlich super, wenn man zum Beispiel das... Nee, das ist nicht der USB, das ist für die Kamera. Dann haben wir den optischen Anschluss. Der fehlt bei der PS4 Slim zum Beispiel. Der ist da nicht vorhanden und der USB-Anschluss auch nicht. Hier haben wir jetzt den USB-Anschluss. Da könnte man natürlich jetzt die VR anschließen. Die werde ich natürlich vorne anschließen. Hinten würde ich euch jetzt empfehlen, zum Beispiel die Festplatte, die externe anzuschließen, weil mit der Beta-Software, mit der kommenden 4.5.0-Software ist es möglich, eine externe Festplatte anzuschließen an USB 3.0. Oder, und die Festplatte muss natürlich auch eine USB 3.0-Festplatte sein, bis 8 Terabyte. Die können wir dann hier schön gemütlich hinten ranmachen, Kabel verstauen, die Festplatte einfach neben die PlayStation stellen. Gibt es ganz schöne schwarze, die dann vom Look her zur PlayStation passen. Und dann haben wir unten natürlich noch den LAN-Anschluss. Hier ist denn die Festplatte unten drunter drin. So. Seht ihr das? Ja. Hier ist die Festplatte drin. Da ist jetzt so ein Siegel drüber. Das müssen wir natürlich abmachen. Wir wollen ja die Festplatte tauschen. Warum? Hier sieht es auch so ein bisschen locker aus.
Achso, da ist die Schraube. Die muss man denn... Ach so, hier muss man das abmachen und da ist die Schraube dran, dass man die dann den Schlitten rausholen kann. Hier ist auch noch mal eine Seriennummer, die war vorher auch hier hinten angebracht. Die ist jetzt hier von der Unterseite, sieht man jetzt ein bisschen da. Auf der Rückseite hat Sony jetzt auch dazu gelernt, finde ich toll. Haben wir jetzt genügend... So, ein bisschen rauszoomen. So, haben wir jetzt genügend Nuppel, damit die PlayStation 4 gerade steht. Wir haben hier noch das PlayStation-Logo, was jetzt hier hinten natürlich nicht Silber ist, sondern Klavierlack, auch so ein bisschen reingefräst. Aber wir haben jetzt hier X, Kreis, Dreieck, Kreis, X, Viereck, Dreieck, Viereck. Das heißt, die PlayStation fest auf dem Tisch bzw. im Schrank. Die alte PlayStation 4, müsst ihr mal gucken, mein Video vom Unboxing von der, werde ich euch mal oben verlinken, in die Infobox. Da war ja hier oben die obere Hälfte Klavierlack. Und da war von unten kein Standfuß gemacht. Das heißt, die hat, wenn man hier so ruffgedrückt hat, hat die gekippelt. Das hat sich natürlich, wenn die schnell gelaufen ist mit der Festplatte, bei irgendwelchen Spielen, die wirklich Ressourcen gefressen haben, hat die dann teilweise schon mal so ein bisschen gekippelt und das hat sich bemerkbar gemacht. So, jetzt vermessen wir die einfach mal. Und dann gucken wir uns auch die restlichen Kabel an. Die ist jetzt 29,5 cm in der Breite. Na gut, jetzt ist jetzt, also von oben nach unten, ja, vom PlayStation-Logo aus. Von links nach rechts ist es jetzt schwer zu sagen, da ja hier die Schräge mit bei ist, aber ich glaube, hier ist die Schräge genauso, messen wir einfach von hier oben nach hier, ist es 29,5. Und wenn man das da unten natürlich noch mit dazu rechnet, sind es 32. Und in der Dicke... Weil der Standfuß von der normalen PS4 passt ja hier nicht, muss ich mir einen neuen kaufen. Und das war ja, der kostet auch wieder ein paar Euro, das habe ich jetzt nicht gehabt, das Geld. 5,5. Genau, in der Dicke. So, jetzt nehmen wir uns natürlich noch die Waage. Und die Waage sagt... Ist zu schwer. Wieso wiegt die Waage das nicht? Gut, meine normale Küchenwaage reicht dafür nicht aus. Schade. Also die Küchenwaage will es nicht machen. Kann ich das Gewicht euch leider nicht verraten. So, jetzt kommen wir zu den nächsten. Boah, ich bin so heiß, Leute. Entschuldigung, ey, das Video wird bestimmt voll kacke werden. Aber so ist es nun mal, wenn man aufgeregt ist. So, und nochmal ein Karton. So, da haben wir jetzt hier einmal den neuen Stromkabel. Den werden einige von der ersten Version der PS3 kennen. Da war der auch schon. So, und zwar dieser fette. Ja, den werden einige von der PS3 Fat Lady kennen. Auch lange genug ist er. Das Headset brauche ich jetzt nicht unbedingt auspacken. Das kennt jeder von der PlayStation. Ja, also davon habe ich schon zwei. So, dann haben wir hier einmal einen USB-Kabel mit dem zum Laden des Controllers. Diesmal muss ich sagen, ist der auch lang. Bei der ersten PS4 war der ziemlich kurz. Ich werde den aber auch eingepackt lassen, weil den brauche ich jetzt separat noch nicht. Den werde ich aber später mal vielleicht brauchen.
Wir haben einen HDMI-Kabel mit bei. Logisch, wir brauchen ja auch einen, wo 4K durchgeht und HDR. Mein Fernseher unterstützt leider kein HDR. Also HDR kann ich euch leider nicht beschreiben oder erzählen, wie es ist, weil ich habe nur einen 4K-Fernseher und keinen HDR-Fernseher. So, aber auch der ist, boah, oh, da ist, muss ich echt sagen, da hat Sony was dazugelernt. Der ist wesentlich länger als der. Alter, der ist ja wirklich, der ist einmal, ja, über anderthalb Mal so lang wie mein Tisch. Also da hat Sony echt was dazugelernt, dass man die PlayStation nicht direkt neben Fernseh stellen will. Manche wollen es halt weiter weg oder weiter unten hinstellen. Der war bei der PlayStation 4 normal, also bei der normalen PlayStation 4, wesentlich kürzer. Ich wollte noch mal schnell beim Headset gucken, ob es wieder so billig gemacht ist. Ja, ist genau wieder so billig gemacht hier oben, mit dem, wo es in die Klinke rin geht. Also weiß ich nicht, beim Headset hätte Sony sich was Besseres einfallen lassen können. So. Und hier haben wir jetzt das gute Stück, den neuen PlayStation 4 DualShock Controller. Hier ist nicht nur die Lightbar hier oben dazu gekommen. Ich muss auch sagen, jetzt im Auszustand sieht man das gar nicht, dass man da vielleicht die Lightbar hat. Sieht aus wie der normale Controller, vielleicht ein bisschen matter hier oben. Aber auch das Gummi haben sie geändert. Sie haben jetzt eine andere Gummimischung genommen, das weiß ich. Und die soll jetzt robuster sein, damit es nicht so schnell abgeht. Mal gucken, ist da ein bisschen Strom drauf? Ja, es ist etwas Strom drauf. Hier blinkt das weiß, seht ihr das? Nee. Da blinkt es weiß. Logischerweise geht jetzt die PlayStation nicht an, weil sie nicht angeschlossen ist. Und jetzt passt mal auf. Da oben. Das ist jetzt neu dazugekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das im normalen Betrieb, wenn man abends spielt, nicht vielleicht nervig ist. Für ein oder andere Spiele mag es okay sein, weil da sieht man dann seinen Energiebalken, ob man grüne Energie hat oder ob man rot ist, also kurz vor Tod. Da ist es schon toll. Aber ich befürchte, dass es vielleicht ablenkend sein kann beim Armspielen. Ich muss mich überraschen lassen. Aber so, wartet mal, ich muss mal den anderen Controller noch dazu holen. Ja doch, der hat sich geändert. So. Ja, der ist wirklich matter geworden. Das Steuerkreuz ist nun grau. Das ist bei mir schwarz. Auch die Knöpfe sind grau, die sind beim ersten schwarz. Auch Share- und Optionsknopf ist beim alten schwarz, beim neuen grau. Die Schultertasten sind beim neuen grau, beim alten schwarz. Das werde ich euch mal zeigen am besten. Ich mache die mal so. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Muss ich mal gucken, was ich jetzt... So, das ist der alte Controller. So. Der ist jetzt ein bisschen eingestaubt. Wie ihr seht, das Steuerkreuz ist schwarz. Die Share- und Optionstaste sind schwarz und auch diese sind schwarz. Und auch das ist alles schwarz. Und hier beim neuen sind die jetzt grau. Seht ihr das? Die Knöpfe sind grau und die hier oben sind grau. Auch die Schultertasten sind jetzt grau und beim alten sind sie schwarz. So, könnt ihr das mal im Vergleich sehen. Wartet mal, ich werde das mal vielleicht ein bisschen rauszoomen, dann könnt ihr das ein bisschen genauer sehen. So, ja, das glänzt jetzt ein bisschen, macht sich halt doof. So, da aber so könnt ihr sehen, dass hier zum Beispiel die Knöpfe oben alles schwarz, hier ist es, sind die Knöpfe grau, hier sind die Knöpfe grau, oben sind sie schwarz, hier sind sie auch beim alten schwarz, beim neuen grau und auch der ganze Controller an sich finde ich, wenn ich jetzt mal nur so die Benien zusammenhalte, das ist der alte, das ist der neue nicht mehr ganz so schwarz, sondern,
Na gut, das kann auch sein, weil der alte ziemlich abgegriffen ist, dass der deswegen so schwarz aussieht, dass der am Anfang nicht so schwarz ist. Aber das kann ich jetzt echt schlecht beurteilen. Da würde ich mal von euch gerne Rückmeldung haben von Leuten, die jetzt vor kurzem sich die normale PlayStation 4, also nicht die Slim, sondern die normale PlayStation 4, die erste Version oder so, geholt haben, ob da der Controller auch hier so matt ist oder ob er da so dunkelglänzend ist. Ich denke mal, das hat auch was zu tun, dass er jetzt abgenuddelt ist bei mir schon. Aber ich kann mich echt nicht mehr wirklich dran erinnern. Das PlayStation-Logo ist genauso groß. Die Lautsprecher sind genauso. Hier seht ihr nur nicht die Pfeile nicht mehr. Also die waren hier auch mal vorhanden. Seht ihr das? Ja, der ist schon ziemlich schwarz. Und hier sind sie noch da. Aber sonst liegt der genauso gut in der Hand. Müssen wir mal gucken. So, dann würde ich jetzt hier für das Unboxing erstmal einen Schlussstrich machen. Wir werden jetzt gleich die PlayStation 4 das erste Mal anmachen. Ich bin mal gespannt. Meine Daten, ach, die Daten brauche ich eigentlich noch nicht übertragen. Ich haue ja gleich noch die Festplatte drin. Ja, da bin ich ja noch am Überlegen, ob ich jetzt die Terabyte SSD drin mache oder die 2 Terabyte. Und dann vorher bei der PlayStation 4 mein altes Konto deaktiviere. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da mache ich mir jetzt erstmal einen Kopf drüber. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Es kommen jetzt demnächst noch ein paar mehr Videos im Anschluss zur PlayStation 4 Pro. Wie gesagt, habe ich ja im Odinwar Shop mir gesagt, da kommt noch mehr. Ich werde noch die Ports freigeben. Da werden wir noch testen, vorher, nachher, wie schnell sie ist. Da werde ich euch alle zeigen, ob die Portfreigabe sich lohnt. Meiner Meinung nach ja. Das werdet ihr dann gleich alle sehen. Wir werden die Festplatte einbauen. Ich weiß noch nicht welche, aber wir werden definitiv eine Festplatte einbauen. Und ich werde ein Video machen zur Beta-Software 4.5.0 Beta 3. Weil da hat die PS4 Pro jetzt einen Boost. Und die kannst du aber nur auf der PS4 Pro sehen und nicht auf der normalen PS4. Und dann werden wir das auch mal testen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Grafik da sein wird. Und ich bin auch gespannt, wie laut sie sein wird. Weil viele haben gesagt, die soll extrem laut sein. Mal abwarten. So, das war jetzt aber auch wirklich. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Hoffe ich doch wirklich. Wie gesagt, ein Daumen wäre nicht schlecht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich einfach, dass die PS4 da ist. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.